Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde auf YouTube. Ich bin euer lieber Odo, heute mit Apfel. Und wir sind dabei, hoffentlich, vielleicht, komm schon Schnecke, siehst du mich? Okay, was hältst du von folgendem Vorschlag? Du bist genau da hier. Wo ist die Schnecke hin? Bewegt sich diese Schnecke? Schnecke. Schnecke. Was? Was ist du Arcane Spell Failure? So, spinnst du? Stop. Finde ich gut. Alemann, in diese Richtung. Jetzt Angriff. Wirf doch das bitte. Du machst bitte nochmal einen Prayer. Let us strike as one. So. Au. Könntest du bitte Freundchen, könntest du stehen bleiben, bitte? Und zwar immer. Und einfach nur tun, was ich dir sage. So, du. Bitte so. Du machst bitte so einen Schneeball auf diese Dinger da. Ja. Genau. Wir rennen rein. Tristan. Geht's dir noch gut? Dawnflower, grant me strength. Du Vollkoffer.
stopp! Mach das bitte nochmal. So, ihr alle daher. Hey, genau das suchen wir. Die haben nichts bei sich gehabt, diese Schnecken. So, wer von euch hat was verloren? Du hast Konstitution verloren. So, kommen wir dort auch anders hin. Vielleicht. Schauen wir mal. Ich hätte es nur finden, das heißt, man muss das zuerst sehen, dann ist die Dings vielleicht nicht die beste Wahl. Und von der Seite auch dazu. Warte mal, vielleicht hätten wir uns das so anschauen sollen. Nein, ich glaube, von da komme ich nicht dazu. Ich muss von unten gehen. Geht's da nicht runter? Stopp. Wir machen Folgendes. Ich glaube, dieses Blumenbouquet sollen wir eh daher bringen. Geht's einmal daher. Machen wir mal das zuerst. Die wollten, dass wir den Sycamore Tree umnieten. Das haben wir gemacht. Vielleicht ist dann der Giftnebel weg. Okay. Did you really forget me? There was so much time wasted. It is unfortunate her father didn't live to see this day. But he left a letter for her. Where is it? Oh, just a moment. Ja, das ist gut. Das macht die Dings vielleicht etwas lieber. May you now know peace, my queen. Ja, 780 Goldstücke. Jade, Moonstone, Chitrin. Oh, finde ich gut. Ich fürchte, das Ding ist noch immer da. Blöder Nebel.
mal während die rennen. Perception 3, naja. 4, 11, 10, ja, der gute Perception noch. 12, 16, ist egal. Die Leute, die eine schlechte Konstitution haben, haben eine gute Perception und vice versa. Hätte jetzt ruhig in der Zwischenzeit herunterrennen können. Das Gehäuse von Apfel nicht. Bäh. Na gut, mehr geht durch. I'm listening. Keep formation. Schon haben wir einen Check gefehlt. Echt jetzt? Wir müssen so eine pushen, oder? Remain vigilant. Ja, mir wäre es recht, wenn du so vigilant wärst, um dieses Zeug zu finden, was wir suchen. Muss ich echt mit jemand anderem durchgehen? So, das war erst das zweite, oder? Habe ich schon drei von denen? Nein, nur zwei. Ist eh klar. Das wäre ja auch zu einfach. Ah, stopp, 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 stopp. Okay, nichts gesehen. Dizzy Head. Hier irgendwo. You require my assistance? Wie schaut das mit deiner Konstitution aus? 12, immerhin ein plus 1. Wenn ich dich durchschicke, stirbst du mir wahrscheinlich.
du siehst wenigstens besser. A clever ploy. Gaining the advantage is always smart. Könnten wir es bitte so gehen, dass du möglichst nicht durch das Ding durchgehst? Komm schon, Jubilost. Du hast ein plus 10 auf die Dings. Ja. I'm positive I found something. Ah ja. Echt jetzt? Das will ich nicht. So, wie können wir verhindern, dass du jetzt stirbst hier? Das ist nämlich schon Con 4. Das heißt, die Fortitude Saves werden uns nicht mehr, nichts mehr bringen. Ah, ein Cure Poison. Potion of Aid. Potion of Barkskin. Wieso haben wir kein Cure Poison? Was ist das? Scroll of Aid, Bless. Wieso haben wir kein Cure Poison? Sagt sie mir das? Remove Curse ist nicht Cure Poison. Oh. Ja, und jetzt ist er. Okay. Gut. Das heißt, Valerie sieht es vielleicht, übersteht es vielleicht, aber sieht es nicht. Super. Na, jetzt wissen wir wenigstens, wo es es gibt. Oh, und die blöden Schnecken im Ohren und ich besiegt. Okay, du. Geh mal daher. Der Rest von euch. Geht hierher. Schieß doch mal auf diese Schnecke. Und jetzt, meine Liebe, beweg dich hierher. Ihr bleibt mal da. Kann ich dich so einstellen, dass du immer stehen bleibst? Es gab irgendeinen Befehl, womit du immer stehen geblieben bist.
Bist du irre? Na gut. Dann, Freunde, dürft ihr angreifen. A clever ploy. Du machst mir bitte einen Feuerball. Du wirfst mir bitte diese Dinger hier. Du machst bitte das und greifst den an. Oh, du machst schon einen Feuerball. Du machst bitte das. Du. Machst bitte das. Du, Freundchen, bleibst bitte hier. Könntest du bitte keinen Acid Splash machen? Was soll das bringen? So, Inventory. Wir haben noch genau gar keins von diesen Dizzy Head Dingern. Super. Haben wir gut gemacht. So, du gehst zuerst einmal da durch. Also warte mal, wir haben aber das andere Zeug, oder? Wir waren da schon hinten. Können wir dieses dumme Dizzy Head hier nicht irgendwo finden? Ich will das schon erledigen, diesen Auftrag auch. Genau. So, wenn wir darauf gehen, gibt es zwei auf jeden Fall, das wissen wir. Das haben wir vorhin schon gefunden. Valerie, wir speichern ab. Valerie, geh doch mal kurz in diese Richtung. Such doch bitte mal hier. Wir speichern nochmal ab. Blinde Nudel. Something interesting.
Yay! Wir haben 3. Remain vigilant. Ich glaube, wir haben alles. Na, super. Ausgezeichnet. So, geschafft. Wir müssen hierher. Gut. Noch alle da? Noch niemand eingeschlafen? Was habt ihr die letzten Tage gemacht? Ich hoffe, ihr wart viel drinnen. Heute habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da bin ich am Abend durch den Wald gerannt, am böhmischen Prater. Dort waren dann keine Menschen. Untertags gehe ich nicht raus, wenn viele Leute draußen sind. So. Gib mir alles, was du hast. Das hatten wir schon. Und das hätten wir auch noch gern. Mhm. Ausgezeichnet. So. So, ich glaube, wir haben jetzt alles, um zu Witch zu gehen. Gleich 13 verschiedene Sachen machen. Richtig flott heute. So, give her the herbs. Here are your herbs. 3 bundles of each. Yay. 400 Goldstücke und 300 XP. Na bitte, that's a good girl. Did it take a lot of time to find them, eh? Give them here. I put them to good use, is eh klar. So, done. Give her the letter. A druid named Tiresia remembers you and will be glad to see you again. Elga opens the letter, runs her eyes over it, and her expression shifts. It could be either a smile or a grimace. So that's how it is. Well, what does it matter now? She gives a rattling sigh. Oh, Tiresia. I should visit her someday, yes. Okay. Boy, what would I do with a brat? Pickle him in a jar? That's rich. She gives a rattling laugh. Where is it written it? If an old woman likes a little peace and quiet, she must be a child-stealing witch. Oh, Bücher. Who knows what could have snatched up a child? Mayhap he's been eaten by goblins, or lured to the swamp by the wandering lights. Or maybe his poor sobbing mother, with all her false tears, strangled him in his sleep, then put him to bed with a shovel somewhere deep in the forest and now looks for someone to mantle the blame. Go to her, squeeze answers from her, make her tell where her whelp is, but don't be bothering me. Finde ich gut, die Antwort.
Wozu habe ich diese ganzen Perception-Typen dabei? Das war's. Mehr kriegen wir nicht von ihr. So. Da unten gibt's noch. Irgendwie müssen wir da wieder rein. Wie kommen wir da rein? Da war irgendein Weg rein. Oder? Ach, Mobility 20. Wir speichern ab vorher. Ich mag nicht sterben, nur weil ich mich, weil ich es nicht schaffe, durchzuratschen. Ja, ja. Du musst zunächst einmal da durchkraxeln. This body rests here, wearing elegant dress and untouched by decay. Okay. Habe ich letztens nicht gemerkt, dass da was ist. Schau was an. Rustling of the branches sounds like quiet weeping. Wahrscheinlich müssen wir diese Dinger da auch noch besiegen im ja, ja, wir gehen ja eh schon. So, da gibt es jetzt noch diesen dummen Brunnen. Der ist fürchterlich. Speichern. Obwohl, ich überlege, dass wir einfach gerade nochmal ein Lager aufschlagen. Ja, ja. Machen wir doch glatt. Ich glaube, da drinnen finden wir die Münzen für die Typen. Does anyone else want tea? It's growing quite chilly this evening. Thank you, Octavia. Your tea is magical. I mean, I don't mean you use magic to make it. Although you might have, of course. I mean, you could have, but not necessarily. That is to say, thank you. Ugh. Okay. Hätten wir das. Wir sollten möglichst nicht in der Nähe voneinander stehen. Quiet, I'm thinking. I won't let you down. Don't hesitate. Shall we move? We shall move. Stimmen wir lieber etwas auseinander. Ja, 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 ja. I feel anguish and crushing despair. Whatever destroyed this village is somehow connected to this well. An aura of death magic hangs about the well. The aura runs strong and deep, emanating from the bottom of the well itself. Ja, dann machen wir halt auf. Und the foul stench bursts forth, you feel a vicious evil presence. Wir haben einen Ancient Will-O-Wisp. So, du.
Du machst Flächenschaden. Das sollte reichen, um das Ding. Ah, Magic Missiles sind perfekt gegen diese Dinger. Die halten nicht allzu viel. Oh, wobei. Level 16, die wird schon einiges aushalten. Du machst das. They go down! Du machst ein Prayer. Dich haben wir schon, dich haben wir schon, dich haben wir auch. Autsch, das sind sogar zwei. Ein War Wisp. Noch ein War Wisp. Das sind sogar drei. Oh Gott. Au, hört's ja auf, bitte. Sehr schrecklich. So, mach das doch bitte. Du wirf doch bitte. All I see is beyond what lies beyond. Okay, ich glaube, einen haben wir gekillt. Oder auch nicht. Nö. Ach, dann hier fällt da her. Is all this blood mine? Never thought I had that. So. Du machst du bitte weiter mit Heidi, Heidi. Und mach's gleich nochmal bitte. Und du mach dich doch bitte geschickt. Und du wende doch bitte sowas an. Weil das trifft immer. Und mach's doch bitte gleich nochmal. So oft du es halt kannst. Du machst bitte ein Cookie. So. Dann machst du einen Controlled Fireball auf dieses Ding. Das trifft nur das Ding. Okay. War jetzt mehrmals nicht getroffen. Du machst mal das. Du wirfst bitte diese Dinger hier auf das Ding und schießt nicht mit Pfeil und Bogen drauf. Du machst keinen Acid Splash, sondern du machst dieses Ding hier drauf. Das gibt's ja wohl nicht. Wie oft muss ich das noch sagen? Warte mal,
Warum? Octavia, warum machst du schon wieder dieses Ding? Du sollst das machen. Kann ich das nicht auf die Dinger machen? Wirfst du bitte auf dieses Ding? Und du machst du bitte das weiter einfach. Mach einfach nichts anderes. Einmal pro Runde. Mach bitte weiter mit diesen Dingern. Fast geschafft. Du wirf bitte nochmal. Octavia. Hast du noch irgendwelche anderen Zaubersprüche? Was kann das? Is it Arrow? Scorching Ray. Oh, schau mal, weißt du, was du machen könntest? Du könntest uns heilen. Nochmal werfen. Hey, wir haben es besiegt. Finde ich gut. So, machen wir es gleich nochmal. Ausgezeichnet. So. Hey, 3 Coins. Tatsache, das sind wirklich diese Coins, die wir brauchen, um diese Leute... Rancid Stench is rising from an empty well. Na gut. Dann gehen wir doch mal zum Papa von dem Mädel. Weil wir haben ja jetzt diesen Brief gefunden. Haben wir den schon gelesen jetzt in dem... Spiel. Und schnell auf. Ach gut. Nur damit das Spiel weiß, wir haben es gelesen. So. Sprechen wir mal mit dem Geist da. Nachdem wir das alles gefunden haben, in front of the ruined temple, blah, you see a ghost, an old man walking the grounds. Noticing you, he smiles and nods. I found some coins in the well. Here, have a look. I opened the well and scattered willow wisps. It also said you'd sold your daughter to the Fae. Is it true? Don't see, huh? That's the one to listen to, huh? That rascal would have some tales to tell, no doubt. He was her fiancé, you see. Rich, handsome. He was courting her, and then, all of a sudden, she changed her mind about being wed. The old man sighed and gives a faint shrug. Manuta went for a walk in the woods and found a new love there. One of the Fae naturally drove Dorsey into a rage. Screaming the Fae had charmed her away. But think a moment, he turns to you, eyebrows raised. What man can compare with the beauty of the Fae? Nuta left Dorsey of her own free will. Okay. Maybe she did. By the time of wedding, I had passed. Still,
A fae marriage wasn't unheard of here in the village. Fae lived close in the woods. Trysts happened. Love bloomed. Children were born. Take Elga Vernix, for instance. Her mom conceived her in the forest. Her father sat her. Of all things, Elga was born with greenish skin and sharp ears. Ah, but so sharp, pretty she was. Wish I knew what's happened to her. You did, and still I can't rest. So, it wasn't those lights after all. I must have done something wrong then. Or maybe I had to do something, but didn't, damn it all. If only I could remember. The ghost studies the coins for several moments, then turns to you, his face grief-stricken. That's what this all, what's this all about? That's why I can't rest. Oh, dark things, dark sins. What do these coins mean? They are a curse. It is a legend in these parts. It was said if you bore hatred in your heart, hatred so fierce it could burn another soul, all you need to do was etch your enemy's name on a coin and cast it into the cursed well. It could be the end of them, the ghost nods, and the end of you as well. Curses carry a peace price, a heavy price. If you hate another more than you love your own life, well, your life is forfeit already. Wilbur, that's me. And I thought I had no enemies at all. And here were two who wanted me gone from this world. These coins, look at them. The inscription was done by different hands. And the second name, the second, Caritropsia, sounds familiar. I write, that's the Dryad, my daughter's new love. Someone must have hated her so much that he was willing to doom his own immortal soul to get rid of her and of me. Tja. I guess this Yobo Dorsey was the one who'd cursed us. Her for stealing his bride and me for letting this happen. Nasty things, nasty sins. But who else could wish me dead? I've got no slightest idea about that. Look at this letter. It is written by the same hand as your name on the coin. Oh, Nuta, Nuta, what have you done? And what have I done? Such an old fool. Yeah, yeah, das war klar. Die junge Dame hat ihren Vater in den Ruin getrieben und irgendjemand hat ihr gesagt, dass sie das tun soll. While I was alive, I was a coward and a liar. That's how it went. On one hand, I felt Dorsey was a good man, a reliable man, a much better match for my daughter than some druid. On the other hand, it would bring misfortune on me, on us, the village, to refuse Faye and my Nuta. She truly loved the druid. What was I left to do? I gave her to Dorsey. The Fae would seek revenge. If I gave her to the Fae, Dorsey would seek revenge. I used to give advice, but I couldn't heed it myself. I was a fool. The ghost speaks slower, as if hearing his own story for the first time. I lied to Dorsey, saying the Fae threatened me. Then I lied to my daughter, telling her Dorsey had pursued me. Then I waited for the situation to solve itself, and it did. Dorsey grew to hate me, and so did my own daughter. Don't blame yourself. You've meant to do good. Ja, ja, von wegen. Und alles hat hingemacht. Okay. Schauen wir das noch. Here they are. These coins just won't let me go.
Ja. You place the coins on the... Ach, das war jetzt eine gute Aktion, die ich eigentlich gemacht habe, aber es ist nicht dabei gestanden, dass es das Gute ist, was man tut, sondern das, was man halt tun soll. The ghost watches the coins evaporate to mist almost in disbelief. At last, you have my gratitude. I feel tired. The ghost blinks. You notice his silhouette is blurring slightly, evaporating as the coins did, but more slowly. But I must reward you somehow. I've got nothing except for... Wait. Under that boulder, I hid something there years ago. I have no need of it now. For me, it's time to rest. And with that, the ghost dissolves into thin air. Na bitte. Und... was ist das? Ein Helmet. Ein Phylactery of Positive Channeling. Das ist etwas, was man dem guten... Tristan geben können, glaube ich. Was macht das? If the wearer of this headband has the ability channel positive energy, it increases the amount of damage this ability does to undead creatures or heals to living creatures by plus 2d6. Wow. Das ist natürlich genial. Inspired Wisdom. Plus 2. Kriegst du dabei? So kein Wisdom, aber. Was soll's? Wow, du hast Wisdom 6 nur. Ah, aber das liegt. Habe ich dieses Muttergen? Liegt das an dem Muttergen? Ja. Normalerweise hast du Wisdom 8. Passt. Das Phylactery ist wirklich cool. Na gut, wir haben fast alle Quests hier erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Ghoul gehen, da oben. So, the dead man stands before you and stares at you with his dry, unblinking eyes. It's an undead, kill it! We've destroyed the coins to give final rest to the ghost of the old man. So I'll never rest, never. Arrgh. With a heartbreaking howl, the dead man lunges at you. Do it the hard way. Mhm. Tun wir das. So, das machst du. Du machst noch einmal Channel Energy. Du machst einen Snowball. Und... du machst einen normalen Angriff. Tja, das dazu. Nicht jetzt. Musste ich doch, wir können was plündern. Nicht jetzt. So viel. Verdammt. Das ist jetzt nicht sonderlich interessant. So. Da ist noch was. Da ist noch. Ja. Da waren wir noch nicht drinnen. This requires your attention. I've
Wir speichern ab vorher. Bevor wir uns zu Tode stürzen wieder. Was ist das? What's that? I spy. What for Gorum? Oh. Ein Venom Horn Vodak. This is for you. Oh, das heißt einer. Haben wir noch Zauber? Wir haben noch ein Prayer. Octavia. Versuch doch mal in diese Richtung zu laufen. Hörst du auf? So, Octavia. Large Person auf dich. Autsch. Ah, deswegen haben wir abgespeichert. Diese Dinge halten ganz schön was aus. Sind Level 8 Magical Beasts. Wir machen Load Game. Wir versuchen es noch einmal und wenn wir es nicht schaffen. Pardon. Wir sollten vorsichtiger vorgehen, wenn wir wissen, dass die da sind, schicken wir die Battery vor. Die Battery hält das nämlich alles aus. Die hat einen großen, großartigen Rüstungsschutz. Mhm. So machen wir das. Battery. Don't hesitate. Du hast doch noch gar nichts mehr. Okay. Wir haben doch noch eine Bugskin. Und Blur hatten wir auch noch, oder? Move Curse. Kein Blur mehr. Was ist das? Large Person. Na, jetzt gehen wir an die Dings, an die Amiri. Das da vielleicht. Vanish. Nein, Vanish will man nicht. Amiri, du kriegst eine Large Person. I am yours to command. Was das? At first I said, no, I can't. It's too dangerous. But then I insisted, but I should. I need that to survive. Then I argued, then I agreed to do it. It's so hard to decide whether to have breakfast or not. Du machst das. You require my assistance? In gewisser Weise schon, ja. Okay.
Cat's Grace auf dich. Confide in me. Strength auf dich. Hast du irgendwelche Boost-Zauber? Was ist das? Disorienting Injury. Ah. Was sind deine Spezial-Rogue-Sachen? Was ist das? Sparkskin. Oh, das da ist cool. Hurricane Bow. Du gehst da runter. Nicht jetzt. Natürlich super. Da auf die gute Amiri. This won't kill me. Doch, es wird dich umbringen. Schaut zumindest sehr stark danach aus. Doch mal das. Wieso hast du das nicht getrunken? Vielleicht das noch ein rechter Treffen lässt, wahrscheinlich, aber gut soll sein. Ich bin mir nicht sicher. Ist das Acid? Ja. Acid könnte schon funktionieren. Feuerball machen können. Autsch. Okay, gut. Wir können das nicht machen. Wir sind noch zu schwach für diese Venom Hotax. Wir werden nochmal vorbeischauen, irgendwann einmal in ein oder zwei Leveln. Bis dahin, meine Herrschaften, wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.
Bis dann. Ciao.